Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2. Ja, in der letzten Folge haben wir uns durch ein Aquädukt gekämpft, um irgendwie aus dem Workshop von dem Vater von Kai Katarn wieder rauszukommen. Bin mir zwar nicht hundertprozentig sicher, wieso wir unbedingt durchs Aquädukt mussten, bevor uns Jen am Ende abgeholt hat. Da gab's genug Ecken zwischendrin schon, wo man dann im Freien war, sag ich mal. Wo sie ihn hätte abholen können. Aber ist halt so, ja. Wir sind jetzt hier, ich weiß nicht, bei irgendeiner Stadt. Bin mir nicht genau sicher, wieso wir genau hier sind. Beziehungsweise ich kann mir denken, warum wir hier sind, weil wir ja aus der Memo von seinem Vater erfahren haben, dass er ja was in der Decke von seinem Workshop versteckt hatte, plus das Laserschwert, was wir ja schon haben, und die Decke des Workshops ja vom Imperium mitgenommen wurde. Wobei ich mich immer noch frage, erstens, woher wussten die, dass in der Decke was drin ist, und zweitens, selbst wenn sie es nicht wussten, wer kommt auf die Idee, irgendwo ins Outback zu fliegen und bei irgendeinem Haus die Decke abzubauen? Hä? Das macht gar keinen Sinn. Und dann haben sie halt den Droiden mit dem Laserschwert, der im selben Workshop saß, dagelassen. Anstatt ihn auch einfach mitzunehmen, weil der ja offensichtlich nicht dazu da ist, um irgendwas Informationen zu halten oder so. Keine Ahnung. Macht schon wieder keinen Sinn für mich und ich hoffe, es wird nicht schlimmer mit den ganzen, ich nenne es jetzt mal, Story- und Kontextlücken. Ja, also, ja, ich vermute, dass wir jetzt hier sind und in so eine komische, belagerte Stadt rein wollen. Das Ding ist, das macht tatsächlich Sinn, dass wir jetzt hier zu Fuß sind, dass wir nicht mit dem Raumschiff da reinfliegen, weil die halt relativ stark bewacht ist, die Stadt, in die wir rein wollen, und deswegen gehen wir jetzt halt zu Fuß da rein und mogeln uns irgendwie durch die Aquädukte durch oder so, keine Ahnung. Ja, genau. Woher wir wissen, dass dort die Dinge sind, die wir suchen, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur der nächstgelegene imperiale Stützpunkt, den die hier kannten. Keine Ahnung, es kam in der Cutscene nicht raus. Es war einfach, sie waren random auf irgendeinem Berg, haben sich aus dem Fernglas irgendeinen Turm angeguckt und jetzt wollen wir da rein. Frag mich nicht. Es ist, wie es ist. Wir machen es einfach und ich hoffe, es wird nicht schlimmer. Ja. Man muss Capstock gedrückt halten, um zu schleichen, um langsam zu gehen. Okay, warte, das muss ich mir jetzt gerade mal auf eine Taste machen, die mehr Sinn macht. Und zwar Controls, Keyboard, Slow, Remove, Slow, Alt. Okay, das macht mehr Sinn für mich. Noch ein paar Bomben. Huch. Ich würde sagen, du müsstest eigentlich ein Problem mit Wasser haben, so als Druide. Bin mir nicht sicher, wie wasserfest du bist. Aber ich gehe nicht davon aus, dass du unbedingt mit dem Hintergedanken gebaut wurdest, sobald du hier Aquädukte patrouillierst. Wiederum vielleicht auch doch. Okay. Keine Ahnung, vielleicht durch den Haupteingang wollen oder ob wir einfach hier rumschleichen. Okay. Tschüss. Okay, das heißt, es ist, wir wären hier so oder so lang gekommen. Und dass es hier mehr Sinn macht, als da vorne durch den Haupteingang zu schwimmen. Guti, guti. Ja, mit der Mausempfindlichkeit bin ich halt immer noch nicht zufrieden, aber weiter runterstellen kann ich die schon bald nicht mehr. Gerade irgendwas rot-gelbes leuchten sehen, das könnte doch einfach nur.
ein Pixelbug gewesen sein durch das durch die Entfernung und das, wie das rendert. Huch. Also runden Dinger gehen kaputt. Ja, den Typ wollte ich jetzt eigentlich nicht umnatzen. Kann ja keiner riechen, dass er plötzlich da angerannt kommt. Das Ding ist, ich halte hier erstmal alles für einen Gegner. Es ist halt so, weil hier rennen den ganzen Haufen Leute rum, die uns als Leder wollen, und die Leute, die uns nicht als Leder wollen, sind doch eher die Minderheit. Also wie mit dem Spacken. Selbes Szenario, rennt hier rum und will einem nichts. Alright. Aha. Das ist der Weg raus. Aus der Misere hier. Achso, nochmal für weiter vorne. Gut, okay, und wieder zurück. Ah, oh. Ich kann da einfach rausspringen aus dem Gully. Und noch 12 Schuss. Wir haben doch hier den hier, dafür haben wir ein bisschen mehr. Ah. Zweiter reflektierender Schuss. Ah. Die Maus hast du gedrückt halten. Interessant, so geht es mit dem Mehrfachschuss. Der eine ist ein reflektierender, der andere ist. Oh ja, wir haben hier ein Nüttchen. Ja, Kleine, es geht. Hast du halt schon was vor? Ich bin der Kalkatar, ich komme von weit, weit her. Nur um dich zu sehen, hast du kein Angebot, hä? Ja, abgesehen davon, dass bei den fünf Flächen es schwer ist zu erkennen, wo oben unten ist. Mit ein bisschen Gewalt darüber springen, alright. Also wenn hier was von einem Gangsterbude ist, werden hier gelandet. Das will ich nicht erzählen, dass. Au, das war knapp, mein Guter. Da hätte ich hier fast ins Bein geschossen oder fast die Klöten weggeballert, meine Güte. So, F9, speichern nicht vergessen. Nicht, dass wir am Ende so wie beim letzten Mal ein komplettes Level neu machen müssen. Kneipenschlägerei, wie geil ist das denn? Ist ja auch kein Blaster, ist ein Bogen. Kneipenschlägerei, okay, das war schon irgendwie witzig, die Kneipenschlägerei. Oh fuck. Was sind das denn für Fische?
Okay, sind gar nicht so gefährlich, wie ich dachte. Tut leid, dass ich den Kollegen abgemurkst hab. Ich war mir aber nicht sicher, ob der uns umlegen will oder nicht. So, sorry, no blasters. Ist mir aber auch egal. Ich will hier nur über diese Brücke drüber. Und hier noch ein bisschen was mitnehmen. Wer schießt denn da mit den... Da! Scheiße, hab ich vorher nicht gesehen, den... Oh fuck, hat er noch Minen rumliegen. Hat noch eine Mine fallen lassen, der Arsch. Die Dame. Hinten angeschlichen bei den Jungs. Leave me alone. What's happening? Interessant, dass sie überhaupt sowas gebaut haben, dass sie hier die NPCs wie so ein normales Geschäftstreiben machen. Ich meine, ja, es ist relativ wenig los für die große Stadt, aber man muss ja auch bedenken, dass das auf irgendwelchen alten 16-bittigen Windows 95 Maschinen oder so laufen musste oder wie auch immer, was so in dieser Zeit auch immer so in war. Jetzt mal einen Bagdad-Tank reinziehen. Hola. Das ist hier so eine Art Bazar und oder Markt. Wenn man erkennt, was es darstellen soll, das finde ich schon sehr gut. Da kenne ich andere Spiele, bei denen rätselst du, was es darstellen soll. Nicht so. Alleingelassen. Dafür räume ich jetzt deinen Shop leer und knatter dich noch ein bisschen hinter dem Tresen, ja? Okay, geil. Ich habe einen guten Eindruck bei der örtlichen, was auch immer hinterlassen. Bei den Bewohnern hier. Entschuldigung. Dürfte ich mal... Don't hurt me. Ja, wenn du nicht in meinen Schuss reinläufst, passiert ja auch nichts. Und dieses Please don't hurt me. Kann ich jetzt die Sachen haben? Ich will dir doch gar nichts tun, Junge. Meine Güte, please don't hurt me. Ein bisschen mehr Elan da rein, meine Güte. Was habt ihr dem Synchronsprecher gesagt? Ja, sag einfach mal, please don't hurt me, okay? Bin ich stoned? Ja, du bist stoned. Okay, please don't hurt me. Nicht, dass er irgendwie in Lebensgefahr schwebt oder so. Was sind das eigentlich für komische Dreieck-Pyramiden die ganze Zeit? Oh, guck mal hier, eine Obstbar. Guten Tag. Ich bin nur auf der Durchreise, ich mache hier nur ein paar Tote. Wie komme ich da hoch? Ein bisschen hier durchsprinten und kurz einen Überblick verschaffen? Okay, so nicht. Das heißt... Hier, hier komme ich da hoch. Ne, jetzt bin ich wieder, hä? Ah, hier ist der geheime Gang.
hätte ein bisschen mehr Soundeffekte noch reinbauen können, wenn es einfach nur ein Mummel gewesen wäre. Please don't hurt me. Leave us in peace. Wer vermöbelt hier denn gerade wen und warum? Hab ich nicht vor. Die anderen sind doch die, die euch die ganze Zeit hier verprügeln. Und du dich da hinter deinem Tisch versteckst. Ich krieg eine Menge Damage. Mehr Damage als mir lieb ist. Dass ich nicht mit meinem Laserschwert rumrenne. Sonst würde ich viel direkt ein stecktes Licht auf die Jedi werfen. What's happening? What's happening? Ich will hier durch, das happened hier. What's happening? Oh ja, singen wir was. Los, Schlampe, tanz für mich. Los. Los, tanz. Zeig mir die Moves. Nicht? Okay, schade. Was ist das hier? Eintritt? Nicht gerade sehr besonders shady, aber okay. Wie wäre der reguläre Weg hierher gewesen? Ich meine, hier gibt es ja keine Treppe, gar nichts. Ich soll echt hier rumklettern? Na ja, gut. Und ich will kein Command eingeben. Für den hier. Alright. Soll das hier so kurz nach einer Belagerung sein, oder? Was genau soll das hier alles darstellen? Okay. Gut, dann gehen wir halt hier lang. Auf diesen merkwürdigen Weg. Hoppala. Wie auch immer sich das Us gedacht hat. Okay, das hier soll irgendwie Schutt und Asche sein. Is that a probe droid out here? The fuck? Was passiert? Fuck. Alright. Selbes Entschärfungsszenario wie im ersten, okay. Na, wenigstens sind sie sich treu geblieben. Okay, das hier ist alles ein bisschen krass zerstört.
viele von diesen Droiden fliegen denn hier rum? Alright, also das sieht wirklich nicht sehr gut aus. Da könnt ihr ja froh sein, dass ich hier bin und hier ein bisschen aufräume. Na, schade. Reicht nicht, um da stehen zu bleiben und dann da weiter hochzuspringen. The fuck, Alter, musst du echt aufpassen mit den ganzen Minen. Da ist schon wieder eine. Was ist das hier? Eine Tür, weil das da so ein bisschen über den Boden fliegt, oder ist das einfach nur nicht richtig zumodelliert? Ach, das ist die Mauer, von der wahrscheinlich die Rede war. Das heißt noch eine Art Vorstadt oder so. Das heißt, wir sind noch gar nicht da, wo wir hinwollen. Jetzt mit ein bisschen Fantasie eine Granate reinwerfen oder was wird das? Ha. Einfach den Druiden dahinter kaputt machen. Wow. Okay, so funktioniert das nicht. Das ist einfach, dass man da irgendwie hätte aufs Dach springen können. Oh, ich glaube, da scheint eine. Ah, hier ist ein Levelende. Kannst nicht höher springen. Okay, okay. Wenn ich jetzt lesen könnte, was da steht, wüsste ich, dass es hier vielleicht zu den Drogen geht. Ich weiß das schon. Oh, nope. Wo habe ich zuletzt gespeichert? Na. Das geht ja noch halbwegs. Alright. Ist die an der Wand festgeklebt oder was? Meine Fresse. Interessantes Mäuerchen. Manchmal frage ich mich, ob so manche Sachen darauf ausgelegt sind, dass man da durchbackt. Also, dass man da weiterkommt. Dann schaue ich mich erstmal noch in dem ganzen Rest hier um, den es hier so gibt.
Sequencer Charge. Alright, gut, dann sind wir ja gar nicht mehr. So weit gekommen. Also gar nicht mehr so viel. So weit vom Weg abgekommen. Ach, für die drei Leben. Tja, links oder rechts? Lass mal hier Luft holen auf jeden Fall. Dann kann ich mir den Rest überlegen. Repeater Gun. Aha. Wohl hat sich ja gelohnt. Wenn der jetzt nicht vorher säuft. Alles gut, chill deine Base, Junge. Oh, die gefällt mir. Out of power auch noch. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Aber jetzt ist schon wieder Licht. Und bevor ich da jetzt hochfahre im Aufzug gehe, speichere ich vorher besser. Alright. Menge ungebetener Gäste, bist du eigentlich wieder der ungebetene Gast? Energy Cell bedeutet, dass wir hierfür wieder. Okay, Energy Cell scheint für. Wir damit. Stormtroopers. Ah, Stormrees! Ich hab mich schon gefragt, wann die auftaucht. Sehe ich aus wie jemand, der sich mit einer Pistole, mit einem AT-AT, mit einem AT-AT waren die großen, oder? Ich weiß nicht, mit einem Kampfläufer anlegt? Ja, offensichtlich. Das ist der Turm, den wir durch das Fernglas gesehen haben. Wieso gefällt mir das da unten nicht? Das ist aber echt eine riesige Fläche, Alter. Holla, die Waldfee. Da hinten sind Stormtrooper. Da sind natürlich die beiden bei dem Kampfläufer. Da fliegt ein Roboter rum. Was soll schiefgehen? Außer vielleicht irgendwelche Rancors oder so, die unten rumgeistern. Die Dinger, ich weiß nicht genau, wie sie heißen. Das sind keine T-Fighter, sind das H-Fighter? Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Lol, soll das dazwischen frei sein oder soll man da nicht durchgucken können eigentlich? Hier da bei dem Turm. Oh, ich hasse das, dass der Wimmel sich so merkwürdig bewegt, wie. Ja, wie. Wie eine zweidimensionale Ebene, die sich immer Richtung Kamera ausrichtet. Und die Rotation irgendwie invertiert. Weißt du, ich drehe mich nach rechts, die dreht sich nach links. Ich drehe mich nach oben. Oh, ich. Boah, da kriegst du Kopfschmerzen.
Nicht sehr gut bewacht, wenn ihr euch von einem einzigen Kai-Katana ausräumen lasst. So badass ist der jetzt eigentlich auch nicht. Bei einem Doom-Guy würde ich es verstehen, dass ihr alle euch in die Hosen pisst. Aber doch nicht beim Kai-Katan. Der hat doch noch nicht mal Jedi-Kräfte. Der ist doch erst bis jetzt erste. Der ist doch aktuell auch nur ein schlechter Joke. So, kannst du speichern? Mit 35 Leben. Ja. Bagdad-Tanks habe ich natürlich mal wieder keine. Uff. Ich bin wahrscheinlich so weit weg für die, dass sie darauf reagieren, dass ich sie anschieße. Läuft bei denen. Achso, bin ich wieder hier. Die prallen ab, die Schüsse von dem. Wahrscheinlich die beste Idee, sich das Ding auf mich aufmerksam zu machen. Aber der scheint da oben auch nicht runterzukommen. So. Wir müssen durch die Gegend sprinten. Hier ist ja ganz viel nichts. Holy fuckeroni. Holy shit about. Scheiße, scheiße. Fuck doch, scheiße. Bin ich denn hier reingeraten? Shit, ich hab Bagdad-Tanks gesehen auf der anderen Seite. Wie sollte ich meine Waffe droppen, wenn ich hier oben so viele so freie Auswahl habe? Bagdad-Tank. Oh, wunderbar. Holy Macaroni. So, wie komme ich da regulär im Weg runter? Hier? Oh, das sieht gut aus. Hat der unser Schild voll gemacht? Oder was ist mit dem? Da habe ich den gerade ausgeschaltet. So, ich höre draußen auf jeden Fall den Kampfläufer rumstampfen. Was im Allgemeinen eine schlechte Voraussetzung ist. Gut, ich gehe mal hier hoch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das hier der reguläre Weg ist, wo es weitergeht. Dann kommt man auch wieder hoch. Vielleicht ist das ja auch einfach nur eine Secret Muni-Stash gewesen. Okay, aber da hoch kommen wir nämlich immer noch nicht. Alla, die Waldfee. 35 Minuten haben wir schon voll, verdammt.
Okay, da müssen wir vielleicht irgendwo einen Schalter finden, um die Tür zu öffnen. Alright, da sind Leute, links und rechts. Das heißt, wir rennen hier lang. Hier vielleicht doch die Brücke? Ich habe sicherlich keine Lust, mich mit den Kampfläufern anzulegen. Das hätte ich im Allgemeinen für eine ziemlich schlechte Idee. Hä? Was hat das für einen Sinn, die beiden Schalter? Weil gleichzeitig drücken kann ich die mit Sicherheit nicht. Ah, die sind getimed. Ich habe einfach nur zufälligerweise den richtigen Zeitpunkt erwischt. Bleiben die jetzt offen? Nein, bleiben sie nicht. Keine Ahnung, was ich damit jetzt soll. Ich nehme das jetzt erstmal zur Kenntnis und renne mal weiter rum. Oh fuck, es ist ein Kampfläufer auf der anderen Seite. Okay, so eine Ecke hatten wir ja schon mal. Denk nicht dran. Alright. So, bei dem hier im Kampfeinsatz wundert mich, dass das Imperium überhaupt was reißen konnte. Sich so einfach von einem Katan zerballern lassen. So. Alright. Ah, die machen das Leben voll. Und dann gehen sie aus. Okay. Sehr schlecht konstruierte Droiden. Ist das dunkler geworden? Einfach nur, ach, wir sind im Schatten von dem Turm. Alright.
Okay, also außer hier im Kreis laufen, weiß ich gerade nicht, was ich eigentlich hier tue. Na dann. Wie soll das denn funktionieren? Ganz im Ernst? Autsch. Hier ist kein Schalter, gar nichts. Frag mich nicht, wie das funktionieren soll. Kann das funktionieren? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass man hier nur ein bisschen sprinten muss und dann treffen die einen schon nicht mehr. 43 Minuten. Meine Güte, ich weiß nicht, wie lange wir noch im Kreis rennen werden. Deswegen werde ich jetzt mal für heute sagen, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich mir überlege, was wir hier mit den Idioten da oben machen. Autsch. Ja, genau, bis dahin. Auf Wiedersehen und tschüss.